Ein herzliches Willkommen zurück zu X-Defiant. Es ist wohl ein neues Update rausgekommen. Auf jeden Fall hasse ich diese neue Musik. Ja, ich weiß nicht, wieso ich es nochmal tue, aber ich spiele es mal wieder. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass hier was Neues rausgekommen ist. Ich sehe auf jeden Fall einen deutschen Adler. Capture the Flag, ja. Okay, kannte ich noch nicht. Kopfgeld-Koryphäe machen wir mal wieder raus. Und Bombe, kenne ich gar nicht. Angeworfen zu einer plötzlichen Verteidigung. Ah, Rainbow-like, okay. Gut, da warten wir mal wieder 10 Minuten. Also das muss ich auf jeden Fall sagen, das nervt mich richtig. Ich warte jetzt schon wieder 4 Minuten, bis ein Spieler drin ist. Ah, guck mal, da geht's jetzt los. Ich bin mal gespannt, welche Karte gewinnt. Okay, Dumbo. Das ist, glaube ich, aus Division, ne? Division 1, I guess. Auf jeden Fall wollte ich X-Defiant jetzt aufnehmen, weil ich bin gerade dabei mit Starfield, weil ich auch demnächst dann die Shattered Space Erweiterung spielen wollte. Die hatte ich jetzt direkt bekommen. Ich hatte ganz vergessen, ich habe diese Premium Edition, da war das kostenlos mit drin. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal für heute, weil ich schaffe es heute einfach nicht, das Starfield-Video zu cutten. Das geht über 2,5 Stunden. Gut, dann gehen wir auch wieder mit den Phantoms rein, mit der MP7. Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, aber naja, egal. Gut, wir gehen, würde ich sagen, weiter nach geradeaus. Ach du Scheiße, ja. Okay, hier wurde definitiv was geändert. Ach du Scheiße, irgendwas wurde hier aber geändert. Okay. Das war jetzt aber knapp. Das war sehr knapp. Ja. Oh. Das ist... Okay. Das ist sehr interessant. Okay, das war jetzt... Ja, auf jeden Fall ein leicht neues Interface. Gut, ich habe das Gefühl, wir verlieren das. Ich sitze aber auch gerade wie so ein... Shit, okay. Wir machen das so und dann den hier hin. Weil dann können wir nämlich genau nach dahin. Egon. Oh! Ach, der hat eine Doppelflinte, okay. Also, die haben auf jeden Fall was an dem Interface geändert da vorne. Wenn man tot ist, meine ich. Und das Handling ist so ein bisschen blöder geworden. Oder Weapon Handling, meine ich. Das ist auf jeden Fall blöder geworden, ja. Guck mal. Gut. Ja, aber das sieht auf jeden Fall anders aus. Interessant, ich wusste gar nicht. Ist das schon Season 3 oder ist es Season 2? Ich weiß es nicht, aber ich habe, wie gesagt, auch jetzt ewig nicht mehr gespielt. Das ist es halt. Ich hatte es gerade noch gesehen mit der Granate, aber ich habe ein bisschen geträumt in dem Moment. So. Oh, Leute, Eleni. Scheiße. Ja, wieso? Haben die einen Cooldown reingefügt? Weil, guck mal, wenn ich meine Waffen wechsle, ich kann nicht sofort zurückwechseln. Ja, okay. Wir haben verloren, oder? Ach nee, warte. Hä? Wieso haben wir auf einmal doppelte Punkte als sie? Oder fast doppelt so viel wie die. Doll. Ja, also Doppelflinte, das geht nicht. Da haben die wieder übelst verkackt. Mal wieder. Ubisoft, man kennt's. Man kennt Ubisoft seit Jahren wieder. Ich meine, es wäre realistischer, aber das will niemand in so einem Shooter, muss man ehrlicherweise sagen. Also falls das drin ist.
Ich muss mich gleich mal richtig auf jeden Fall hinsetzen. Ach, das ist der Doppelflinten-Typ, ne? Ich habe auch schon wieder keine Chance. Ihr seht das ja. Ich werde one-hitted. Das ist es halt. Hier sah man ja wenigstens doch so die Damage-Verteilung mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Digga! Okay. Ja, man hat keine Chance, dass gegen solche Gegner hat man keine Chance. Das hat aber auch nichts mehr mit dem Level zu tun. Das hat einfach was mit Unbalancing zu tun. Hallo, wieso schießt? Junge, warum verzieht denn meine Waffe so? Also, was können wir wieder festhalten? Das Game ist nach diesem neuen Update, was ich nicht mitbekommen habe, übelst scheiße Balance ist alles, also wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen. Und das ist wieder gegen Ubisoft, weil die kriegen es einfach nicht hin. Sie kriegen es nicht hin, ihr Games gut zu machen. Und das Game stirbt einfach. Und ich werde das weiterbringen, aber es ist einfach, es ist für mich auch jetzt wieder gestorben für heute, weil ich werde jetzt auch, das war es dann auch hier für die Folge, weil es ist wieder, es macht keinen Sinn zu spielen, wenn Ubisoft hat es probiert, sie haben es mal wieder nicht hinbekommen. Das ist mein Fazit nach wie vielen Spielstunden mittlerweile. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da wieder. Und bis dahin dann. Ciao, ciao.